Ja, ich spreche mit Dr. Thomas Lindner. Er ist der scheidende Präsident des VDMA. Herr Lindner, Sie sind jetzt dann 62 Jahre, scheiden aus dem Amt des VDMA-Präsidenten aus und haben heute nochmal ein bisschen Politikerschelte betrieben. Sie haben die Aussage getätigt, wir haben keine politische Heimat mehr. Wie ist das denn zu verstehen? Und eine politische Heimat darf sich ja nicht nur in schönen Worten über die Bedeutung des Mittelstands erstrecken, sondern muss sich auch an den Taten messen lassen. Und wenn man sich in wichtigen Feldern wie der Steuerpolitik zum Beispiel die Taten anschaut, dann kann man nicht davon reden, dass man heute noch eine Heimat hat in der politischen Landschaft. Das heißt, welche Forderungen hatten Sie an die Politik konkret Richtung Steuerpolitik? Die Steuerpolitik muss uns die Rahmenbedingungen liefern, die wir brauchen, um nachhaltig investieren zu können, insbesondere auch bei den erhöhten Anforderungen, die wir natürlich inzwischen durch die Expansion in Asien in unserer Branche haben. Das geht, wie ich Sie verstanden habe, auch in Richtung Forschung. Ist das die zentrale Forderung, dass Mittelständler demnächst besser auch mit öffentlichen Geldern gefördert Forschung betreiben können, oder ist das nur ein Randaspekt? Wir können nur überleben, wenn wir innovative Produkte haben. Dazu brauchen wir einen hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Wir sind aber der Meinung, dass wir als Unternehmen am besten wissen, wo wir investieren sollten. Und deswegen sollte es eine technologieunabhängige Förderung sein, am besten im Grunde genommen über eine Forschungsförderung, eine steuerliche Forschungsförderung, die eben technologieunabhängig ist. In Ihrem Vortrag haben Sie auch erwähnt, dass Sie die Lieferketten in Deutschland in Gefahr sehen. Wie ist das zu verstehen? Nun, die Lieferketten bestehen ja nicht nur aus den Maschinenbauern, sondern aus ihren Zulieferanten. Und wenn man sich heute mal die Investitionsquote in der Grundstoffindustrie in Deutschland anschaut, dann ist sie seit Jahren negativ. Das heißt, wir sind schon dabei, unsere Lieferketten zu gefährden, indem die Grundstoffindustrie eher desinvestiert und nicht investiert. Und auch der Maschinenbau ist eben abhängig von Nicht-Eisenmetallen, von Kunststoffen und Ähnlichem. Würden Sie da einzelne Firmen hervorheben, besonders wichtig für den Standort Deutschland sind? Nein, ich denke, man kann da nicht einzelne Firmen nennen, sondern es ist eben in der Kombination von vielen Firmen wichtig, dass wir das Netzwerk vollständig erhalten. Herr Lindner, wenn morgen dann jetzt Ihr Nachfolger gewählt wird, was würden Sie dem denn mit auf den Weg gehen? Wo muss er besonders hinschauen? Ja, wissen Sie, ich war dankbar, als ich angetreten bin, dass ich keine Empfehlung von meinem Vorgänger bekommen habe. Und glaube, es ist richtig, dass ich das auch so mit meinem Nachfolger halte. Herr Lindner, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals.